Grüß Gott, meine Damen und Herren. Die Bürgerinitiative Landshuter Lehtunnel hat heute den Bundestagsabgeordneten der Grünen für den Bundeswahlkreis München-Mitte und West zu Gast, Herrn Dieter Janicek. Den darf ich sehr herzlich begrüßen. Und der Herr Janicek wird sich heute den Fragen stellen. Und damit wir keine Zeit verlieren, wollen wir gleich anfangen. Herr Janicek, grüß Gott. Grüß Gott, hallo. Herr Janicek, Sie sind ja ein Kenner der Situation. Sie haben ja selber in der Landshuter Lehe gewohnt. Und wir haben Ihnen ja auch ein richtungsweisendes Urteil zu verdanken. Es ist damals darum gegangen, die Belastungen, die Feinstaubbelastungen und die Lärmbelastungen in der Landshuter Lehe zu reduzieren. Sie haben den Prozess damals mit der Deutschen Umwelthilfe, glaube ich, geführt. Das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Richtig, ja. Sie kennen die jetzige Situation. Hätten Sie Verständnis, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es den Neuhausern und nicht nur den 2000 direkt Betroffenen einfach reicht, wenn man nach 10 Jahren bei einem Gerichtsurteil nichts erreicht hat, bis heute nichts erreicht hat, und haben Sie nicht dafür Verständnis, dass wir sagen, so, wenn es alles nicht mehr geht, dann muss einfach der Tunnel her? Also ich habe großes Verständnis, dass man frustriert ist entlang der Landshuter Allee, überhaupt im gesamten Stadtviertel, das ja zerschnitten ist. Ich habe ja selber damals geklagt, auch weil ich frustriert war. Das ist in der Tat jetzt schon 12 Jahre her, dass ich damals angefangen habe zu klagen, 2005 bis 2008, dann bis zum Europäischen Gerichtshof. Jetzt gibt es das Recht auf saubere Luft, aber gehandelt hat die Stadt oder auch der Bezirk, der Freistaat, so gut wie gar nicht. Es gibt erste Fahrverbote jetzt für die Diesel. Aber das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung müsste aus meiner Sicht sein, dass wir eine Verkehrswelt in der Stadt organisieren, wo wir deutlich weniger Pkw-Verkehr in der Stadt haben. Und das Zweite ist technologisch. Sie werden natürlich, wenn die Elektromobilität sich langsam durchsetzt, ja, dann immer weniger Fahrzeuge auch in der Stadt haben, die Diesel- oder Benzinbetrieben fahren. Aber darauf können wir natürlich jetzt nicht nur 10 Jahre warten. Und das ist das ganze Problem, die Misere der Verkehrspolitik in München. Ihre Parteikollegin, die ja auch Bezirksausschussvorsitzende ist, hat in einem Interview erklärt, dass sich das Problem mit der Landshuter Lehe ja innerhalb von wenigen Jahren von selber regeln wird, weil die Elektrifizierung dann so schnell vonstatten geht, dass es kein Problem mehr mit den Schadstoffemissionen ist. Aus Ihrer jetzigen Sicht und Aussage habe ich jetzt entnommen, dass Sie also nicht daran glauben, dass es die nächsten 5 Jahre erledigt ist, das Problem, oder? Es wird sich nicht von selbst erledigen, wenn nicht die Politik auch Rahmen setzt. Das heißt, zum einen in München dafür sorgt, dass beispielsweise der Radverkehr auch als Alternative deutlich ausgebaut wird, dass man die Flächen auch anders verteilen. Wir sind ja eine Stadt mit sehr wenig Fläche, mit immer mehr Zuzug, mit großem Druck auf den Mieten. Und da können wir nicht fürs Automobil praktisch die Hälfte der Stadt zur Verfügung stellen. Also das ist für mich ein Thema, was auf die Tagesordnung gehört. Die Frage der Elektrifizierung, das wird schrittweise kommen. Wir sind in Deutschland sehr, sehr schlecht, was die Elektrifizierung des Automobilsektors angeht. In Norwegen, in den Niederlanden haben sie zum Teil schon bei den Neuzulassungen bis zu 50% Elektrofahrzeuge. Also das haben wir auch nicht geschafft. Das sind so für mich die Handlungsstränge. Wenn man aber jetzt schaut, der Tunnel, der von Ihnen auch gefordert wird, was ich ja auch verstehen kann vor Ort, das so zu wollen, aber da haben sie eine Planungszeit von mindestens 10 Jahren, Kosten von 580 Millionen, wo sie dann nochmal 20% drauf rechnen können, nach aller Erfahrung. Das heißt, bis überhaupt einmal dann da Abhilfe geschaffen würde, können wir eine ganz andere Situation haben im Jahre 2030. Davon reden wir ja sukzessive und insofern glaube ich schon, dass ich es zwar verstehe, aber auf der anderen Seite sage, wenn ich Geld zur Verfügung habe, dann tue ich es eben für Elektrifizierung und für eine Verkehrswende der Stadt und löst das Problem so besser als durch einen neuen Tunnel. Letzter Satz, man kann ja auch den bestehenden Tunnel, den könnte man ja um 100, 200, 300 Meter verlängern und hätte da auch schon mal eine Abhilfe geschaffen. Das wurde ja gar nicht diskutiert, leider. Da darf ich gleich anhaken, wir wissen ja alle, dass sehr, sehr viel Verkehr, ich sage jetzt nicht 90%, es können 80 sein, in den Ferienzeiten sind es noch mehr, ist reiner Durchgangsverkehr bei uns. Es ist auch natürlich der Erschließungsverkehr aus dem Umfeld. Die ganzen Zufahrer und wieder Wegfahrer, die sind ja alle über diesen Teilabschnitt unterwegs. Das wissen wir. Dieses Problem werden wir nicht lösen. Wir werden es auch nicht lösen, wenn wir nur noch Elektroautos haben. Dann nehmen zwar vielleicht die
die Belastungen für die Schadstoffemissionen ab, aber das Problem der Spaltung, der Aufteilung bleibt einfach aufgrund der im Grunde genommen sechsspurigen Stadtautobahn. Das ist unser Problem. Wenn man das jetzt berücksichtigt, wie stellen Sie sich jetzt zu dem Gesichtspunkt der Bürgerinitiative, die gesagt hat, aus städtebaulichen Gründen, um das Viertel wieder zusammenzubringen, kann man auf, könnten Sie aus der Sicht der Dinge den Tunnel eher, ich sage jetzt einmal, sympathisch finden. Sie müssen ihn ja nicht lieben. Ja, das ist für mich zumindest ein Anhaltspunkt, wo ich sagen würde, der städteplanerische Aspekt, also dass Neuhausen wieder ein Stadtviertel wird, das nicht geteilt ist, vor allem übrigens aber durch den Feinstaub geteilt ist, nicht nur durch den Verkehr, eben durch die dreckige Luft, die man hier einatmen muss. Das ist eine Argumentation, die ich gelten lasse. Trotzdem muss ich am Ende als verantwortlicher Politiker entscheiden, ob mir dann die Ausgaben, die ich dafür zu tätigen hätte, als Bürger, als Steuergemeinschaft, dafür eben vertretbar wären. Und da komme ich noch nicht zu dem gleichen Schluss, zu dem Sie kommen am Ende, zumal ich ein Problem habe in München. Wir haben jetzt drei Tunnelbauten in der Planung, die Milliarden kosten werden. Wir haben für den ganzen Radverkehr viel zu wenig Geld, das kostet fast überhaupt nichts, und wir haben beim ÖPNV jetzt eine Fehlentscheidung, nämlich mit der Stammstrecke, dass Milliarden Steuergeldern in der Mitte der Stadt untertunnelt, verbuddelt werden. Ja, und das sind lauter aus meiner Sicht Fehlentscheidungen. Und dann hätte ich noch eine drauf mit einem vierten Tunnel. Also das sind für mich einfach Entscheidungen, wo ich sage, ich verstehe sie. Ja, ich verstehe auch die Menschen. Ich habe ja auch viele besucht, die anhand der Straße gewohnt haben, die direkt ihre Fenster an der Straße haben, wo einfach der Ruß, der Dreck einfach schon rausquillt. Aber warum man nur das Neue immer bauen möchte, also einen neuen Tunnel baut und nicht bei den anderen Elektrifizierungen, beim Radverkehr, beim ÖPNV endlich entschlossen handelt, das verstehe ich nicht. Und deswegen kann ich da als Grüner nicht zu der gleichen Entscheidung kommen wie Sie. Die Grünen waren ja viele Jahre in München im Rathaus beteiligt. Auch an oberster Stelle, sage ich jetzt mal. Die Rathauspolitik ist entscheidend, 20 Jahre lang von den Grünen mitvertreten worden. In diesen 20 Jahren hat sich unter uns so gut wie gar nichts geändert. Die Stadt hat auch nach meiner Einschätzung dieses Projekt mit den drei Tunneln zwar vollzogen, weil es halt ein Bürgerentscheid war, aber sonst auch keinerlei Alternativen angeboten. Wenn wir das jetzt einfach so stehen lassen und Sie sagen, es ändert sich alles, auch in 10 Jahren, wer weiß, was bis dahin ist, vielleicht hat sich das Problem tatsächlich ergeben oder geregelt. Die letzten 20 Jahre hat sich es nicht geregelt, es ist immer schlechter geworden. Kein Mensch gibt uns die Garantie, dass es tatsächlich in ein paar Jahren dann anders werden würde. Und unter dieser Überschrift, dass es viel Geld ist, hat aber Ihre Fraktion im Rathaus einem deutlich kleineren Stück Stadt Reparatur, sage ich jetzt, nämlich dem Englischen Garten, zugestimmt. Wie schätzen Sie das ein? Auf der einen Seite haben wir ohne Frage einen kulturpolitischen Reparatureffekt, der notwendig ist, den wir sehr begrüßen. Auf der anderen Seite, für die Tausenden und Abertausenden in Hausen, sagt man, na, das braucht es nicht, das geht auch ohne. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass das Gefühl so ankommt. Ich glaube, der Englische Garten ist ja wirklich eine Sondersituation, wo ich mich persönlich auch zurückgehalten habe, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Bewertung des Ganzen. Dadurch, dass dann privates Kapital eben in großem Maßstab angekündigt ist, haben wir halt eine Situation, die vielleicht leichter kommunizierbar ist auch für manche. Ja. Aber die Frage ist ja in der Tat, warum hat man hier keine Abhilfe geschaffen? Und zwar seit 2000 im Prinzip. Ja. Seitdem gelten nämlich die europäischen Grenzwerte und die werden seit 17 Jahren jetzt mittlerweile kontinuierlich überschritten. Und wir haben jedes Jahr Berichte über die Feinstaubbelastung der Bürger vor Ort. Und das heißt, Belastung heißt auch Todesfälle, also vorzeitige Todesfälle. Ja. Und das ist in der Tat auch von stadtpolitischer Seite immer abgewunken worden. Wir können da nichts machen, wir müssen uns da raushalten. Ich glaube, dass die Grünen seit 20, 30 Jahren dafür kämpfen, dass wir die Verkehre anders organisieren in den Städten. Das ist ein Punkt, wo wir uns noch nicht durchgesetzt haben genug, vielleicht auch in der Zeit, als wir in der Regierung waren. Das mag sein. Deswegen ist aber jetzt die Dringlichkeit anders als je zuvor. Und das muss man jetzt ganz deutlich machen. Das heißt, im Gesamtkonzept der Verkehrswende muss auch ganz klar rein eine Entlastung der Stelle hier. Weil wenn das nicht kommt, dann ist das auch nicht glaubwürdig.
Und aus grüner Sicht, also ich bin ja im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages, ich setze mich sehr stark dafür ein, dass die Elektromobilität jetzt nicht in Promillesprüngen nach vorne kommt, sondern wirklich sich radikal durchsetzt in Deutschland. Das ist, wäre eine Abhilfe, wenn sie 50% der Fahrzeuge emissionsfrei hätten in 5 bis 10 Jahren. Das ist möglich, das muss nur gewollt werden. Also deswegen, wir haben verschiedene Ebenen, verstehen Sie? Auf der Bundesebene, glaube ich, wenn wir uns da durchsetzen würden, in manchen Konzeptionen hätte das auch Hilfe für Sie. Auf der lokalen Ebene sind wir jetzt momentan nicht in der Verantwortung. Deswegen strengen wir aber hoffentlich, wie ich denke, ein Bürgerbegehren an, um eben über die Verkehrssituation in München neu zu befinden. Und da gehört eben auch so eine Problematik hinein, dass der Tunnel hier Ihre Variante ist, die ich verstehen kann, dass die Stadtgesellschaft aber sagen sollte, wir brauchen eine ganz andere Organisation unseres Verkehrs auf ökologischer und gesundheitspolitisch sinnvoller Basis. Und das sind die Angebote, die wir machen. Aber am Ende die Entscheidung, Tunnelinvestitionen und dann wieder nichts für den Radverkehr, das werden wir halt nicht mittragen, um es deutlich zu sagen. Aber Sie haben auch Verständnis dafür, dass wir an der Landshuter Allee einfach auch nicht mehr in der Lage sind, hinzunehmen, zum Spielball zu werden. Einmal heißt es Hü, einmal heißt es Hot. Ja. Das Ergebnis ist, dass sich gar nichts tut. Wir haben ja übrigens Kostenreduzierungen vorgeschlagen. Ja. Unsere Variante sieht ja vor, die Kosten erheblich zu verkürzen, dadurch, dass wir also auf bestimmte verkehrliche Situationen, Ein- und Ausfahrten an der Nymphenburger zum Beispiel, gesagt haben, prüft das wenigstens, ob wir die brauchen. Die Verlängerung des bestehenden Tunnels hatten wir ursprünglich auch schon mal vorgeschlagen. Da kam aber auch nichts. Und das ist unser Problem mit den Grünen im Rathaus. Dafür können Sie jetzt als Bundestag nicht unbedingt, ich will auch nicht, ich glaube auch nicht, dass Sie jetzt da in allen Punkten alle immer auf 100% einer Meinung sind. Aber auch da kam ja nichts. Und jetzt ist die Situation erreicht, dass wir sagen, 150.000 Einheiten, steigend auf vielleicht 160.000, 170.000, dann kollabiert das Viertel hier. Es wird verkehrlich kollabieren, weil wir den Durchgangsverkehr nicht wegkriegen. Und Sie sitzen in Berlin und Sie haben mit mir einen Bundesverkehrsminister, den Herrn Dobrindt. Was sagen Sie jetzt dem, wenn wir Sie bitten, reden Sie doch das nächste Mal mit dem Herrn Dobrindt und sagen Sie ihm, er soll sich doch mal bitte auch die Situationen bei den Menschen, bei den Betroffenen anschauen. Und wir sind ja nicht allein. Stuttgart ist noch schlimmer dran wie wir. Also ich würde ihm das gerne vorschlagen, dass er sich die Situation vor Ort anschaut, wie ich das jetzt über Jahre getan habe. Und ich kenne sie individuell sehr stark. Ja. Ja. Habe ja auch an dieser Straße einige Jahre gewohnt, bis dann die Familiengründung bei uns kam praktisch und die Wohnung sozusagen zu klein wurde. Ich sehe auch Ihr Engagement. Ich weiß, dass das auch in grünen Kreisen, der manche skeptisch sieht, weil das so ist, das jetzt die Autofahrerlobby, aber darum geht es Ihnen nicht. Es geht Ihnen darum, eben konkret was zu erreichen, weil die Menschen hier belastet sind. Das verstehe ich sehr gut. Und deswegen bin ich nicht nur heute hier, sondern hatte auch in der Vergangenheit immer wieder auch Kontakt und Gespräche mit Initiatoren von der Initiative. Ich glaube, am Ende ist das, was Sie bisher geschaffen haben, ist ein Druck aufzubauen. Und der Druck ist jetzt so groß mittlerweile, dass die Politik es nicht mehr schaffen wird, sich darum drum zu drücken, Antworten zu geben. Das geht auch an die Grünen. Ich kann jetzt nicht für den Stadtrat sprechen, dem gehöre ich nicht an. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, Entscheidungen zu treffen in dieser Stadt, wie der Verkehr sich neu zu organisieren hat. Sie haben allerdings recht, und da habe ich eben auch eine Lücke in meiner Argumentation, dass wir einen Durchfahrtsverkehr hier haben. Also letztlich ist ja der mittlere Ring eine Verlängerung der Autobahn praktisch von Süden nach Norden. Und dadurch müsste man auch die Entscheidung treffen, diesen Durchfahrtsverkehr weiter zu beschränken beispielsweise. Und das ist eine Entscheidung, die man beim Lkw-Verkehr ja im kleinen Maßstab getroffen hat. Das hieß dann damals, 8000 Lkws am Tag würden dann nicht mehr durch die Stadt durchkommen. Wie weit das dann wirklich eingetroffen ist in den Zahlen, das, darüber kann man, glaube ich, streiten. Am Ende ist es schon so, aus meiner Sicht, wenn jetzt die Politik es nicht schafft, zum einen den Verkehr in München zu verändern, da bin ich selber jetzt sehr initiativ, also sowohl beim Thema Elektromobilität, was mein Stammthema ist seit vielen Jahren, als auch bei der Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV als Alternativen. Und dann eben die Frage, dass die Bundespolitik das auch begleitet und sagt, wir brauchen eine Verkehrswende, und zwar nicht nur aus klimapolitischen Gründen, sondern für den Gesundheitsschutz der Bürger. Sie haben es ja nicht nur in München, Sie haben es in Stuttgart, im Ruhrpott, überall die Situation, dass die Menschen unter dieser schlechten Luft leiden, ja.
Und da kann man sie nicht mehr abspeisen. Also insofern können Sie von mir nur mitnehmen, ich bin weiter, und das sage ich nochmal klar, nicht überzeugt, dass der Tunnel, den Sie fordern, die Lösung sein wird. Weil ich wirklich eine Perspektive sehe, jetzt auch eine Chance, dass wir in 10 Jahren einen deutlich veränderten Mix auch bei den Automobilen haben werden. Die Automobilindustrie kommt dann immer raus aus dieser fossilen, die muss raus aus der fossilen Antriebstechnologie. Die spüren das. Und ich rede auch mit vielen und andere Länder, die Chinesen fangen jetzt mit Quoten an. Da können die Deutschen nicht sagen, wir machen jetzt 10 Jahre so weiter wie bisher. Also da wird sich was verändern. Das ist aber keine gute Nachricht für Sie, weil das wird sich nicht in 2 Jahren verändern, zugegeben. Ja. Aber deswegen, was wir kommunal machen können, versuche ich anzustoßen mit anderen. Und was wir bundespolitisch verändern können, das versuche ich auch anzustoßen. Das wird natürlich von der Wahl abhängen, die im September zu entscheiden ist, dass wir auf beiden Ebenen eine Verkehrswende kriegen. Und dann bleibt es für Sie unbefriedigend, dass wir uns zum Tunnel nicht positiv positionieren. Übrigens zur Verlängerung des Tunnels damals hätte ich durchaus Gesprächsbereitschaft signalisiert, wenn ich in der Verantwortung gewesen wäre, weil das wäre ein finanzierbarer Bereich gewesen, wenn man jetzt über diese 300 Meter waren es, glaube ich, am Ende gesprochen hätte. Das war aber nie leider in der ernsthaften politischen Diskussion. Und das zeigt mir am Ende, also es geht sehr, sehr viel um große Prestigeprojekte, die, wenn man ehrlich ist, dann über 20 Jahre nicht in die Realisierung kommen am Ende, in den meisten Fällen. Schauen Sie sich doch mal die Tunneldiskussion an. Anstatt dass man die Ringdiskussion geführt hat in München, alle einbezogen, dann hat man erst die Stammstrecke, die hätte schon in den 90er Jahren hätte gebaut werden sollen. Das waren die ersten Ankündigungen. Jetzt haben wir 2017 und sie wird wahrscheinlich 2030 fertig. Also das sind, da verstehe ich den Ärger gut und das versuchen wir zu ändern, aber ich verstehe auch gut, dass Sie sagen, wir kämpfen jetzt schon so lange und es ist so wenig passiert. Letzte Frage. Alles dauert lang, das sehen wir. Gerade im Verkehrsbereich. Ja. Es ist sehr oft auch so, dass es immer nur nach maximalen Vorgaben geht. Keiner sagt, ja gut, dann machen wir das eben kleiner oder wir arrangieren uns. Da hört man dann sofort das Gegenargument, ja, dann bringt es ja nichts. Ob das die Maximierung was bringt, das ist dann auf einem anderen Blatt. Aber was machen wir jetzt? Jetzt rechnen wir Im Idealfall mit 10 Jahren, das sind natürlich Abläufe, Zeitläufe, da schüttelt es einen. Wenn alles bei uns so lang dauert, dann weiß man ja gar nicht mehr, wie das weitergehen soll, wenn wir auf 2 Millionen zu marschieren. Aber was machen wir jetzt mit dem Mittleren Ring? Sollen wir den in die Grünzone mit reinnehmen? Ist doch die einzige Möglichkeit dann. Dann isolieren wir München ab. Und schließen, was weiß ich, wie viel Prozent des Verkehrs aus. Übrigens auch so bei 200, 300 Busse am Tag. Denn interessanterweise müssen die Busse oberirdisch fahren, egal welchen Schadstoff die ausstoßen. Denn wenn sie vom Olympiapark kommen und in den Busbahnhof im Arnoldpark reinfahren wollen, müssen sie komplett oberirdisch fahren, weil sie nicht einmal das kleine Stück nutzen können. Was sagen Sie mal dazu? Also die Situation ist ja in der Tat ja jetzt dramatisch und deswegen haben wir ja auch die Klagen der Deutschen Umwelthilfe wie 2005 jetzt erneut mit neuen Klägern und es wird sehr zeitnah dazu kommen, dass es ein Dieselfahrverbot auch in München geben wird. Das ist für die betroffenen Fahrer ja auch eine drastische Einschränkungen für einen Teil zumindest davon. Und die haben es auch nicht verdient. Es ist ein Versagen der Politik, dass man seit dem Jahre 1999 letztlich, damals war die EU-Verordnung bereits beschlossen worden, von der Bundesregierung, damals noch, ich glaube, es war sogar noch unter Helmut Kohls Zeiten angestiftet, dass man den Beschluss gemacht hat. Und jetzt haben wir fast 20 Jahre später und es war absehbar, dass wir in eine solche Situation kommen. Also was ich sagen will, diesen ganzen Ärger kann ich gut verstehen. Hätte man allerdings in den letzten 20 Jahren mal angefangen, sich auf neue Verkehrsmaßnahmen zu verständigen, auch die Elektromobilität, die Rußpartikelfilter, die man jetzt beim Diesel erneut kriegen wird. Es wird ja wahrscheinlich jetzt Zeiten eine Förderung geben der Industrie, dass die sagen werden, wir zahlen uns jetzt 1.000 da drauf und dann kann der Euro 5, 6 dann auch wieder reinfahren, weil eben dann die Abgase nicht so rauskommen, die Feinstäube. Ja. Und das sind alles Symptommaßnahmen. Am Ende können wir mit der Form von Automobilität, die wir die letzten 50 Jahre hatten, diesen Zuzug, den die Stadt München haben wird, nicht mehr bewältigen. Das heißt, wir brauchen weniger Autos in der Stadt. Und der Ring braucht auch weniger Belastung. Und das ist die Antwort, die ich Ihnen nur geben kann. Aber ich verstehe gut, wenn Sie sagen, da erzählt er uns jetzt wieder was und die nächsten 10 Jahre geht es dann genauso weiter. Aber genau das ist eben das, was ich nicht möchte. Deswegen habe ich es Ihnen ja gesagt. Also wir machen Druck, dass eben die Abgaswerte eingehalten werden. Wenn sie nicht eingehalten werden, dann muss es eben auch zu Fahrverboten kommen. Das ist die juristische, gerichtliche Konsequenz.
Das hat dann aber auch Konsequenzen für Wirtschaftsverkehre ähnliches. Das wollen wir am Ende ja nicht, aber wenn eben die Bürger, ich sage es mal ganz deutlich, verarscht werden jetzt über so viele Jahre, Jahrzehnte, dann kann man nicht immer sagen, wir gehen immer über die Bürger hinweg. Ja, am Ende muss dann der Verkehr sich dem anpassen und nicht umgekehrt. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich Ihnen mitgeben kann, auch wenn wir beim Tunnel nicht zu den gleichen Einschätzungen kommen, weil ich persönlich nicht glaube, dass er die Lösung bringt und wenn er denn mal gebaut wird, überhaupt mal in die Planung kommt. Das sind ja auch alles Versprechen, die Sie da kriegen. Dann haben wir wahrscheinlich das Jahr 2030 überschritten und dann haben wir vielleicht wirklich kein Problem mehr mit dem fossilen Verkehr, weil der dann ja einfach nicht mehr da sein wird in der Form. Ja. Das dürfte dann für mich persönlich kein Problem mehr sein, Herr Das Janicek. hoffe ich nicht, Vielen aber das ist ja. Dank. Ich darf mit dem, ja, einem kleinen Zitat schließen. Die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube an wen auch immer. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Janicek. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man sollte miteinander reden. Und das haben wir jetzt getan. Mein Name ist Michael Lotterschmidt. Ich bin der Sprecher der Bürgerinitiative für Nahe Außen. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank und alles Gute. Dankeschön.